Yo, heute sind wir bei dem Trend Vision Pop-Up und ich habe mir die Frage gestellt, warum Trend Vision so eine krasse Präsenz auf Social Media hat, woran das liegen könnte und wie sich das in der echten Welt abspielt und so weiter und so fort, wie das umwandelt, ummünzt in die echte Welt, weil auf Social Media sehe ich contenttechnisch fast keine Marke so krass repräsentiert und Videos drüber gemacht wie Trend Vision neben Peso und 6BM. Deswegen sind wir heute beim Pop-Up, fragen vielleicht auch noch den einen oder anderen Creator auch von der Marke, was die zu der Thematik halten und vielleicht auch euch. Let's fucking see. So, damit ihr mein Fit heute seht, ich habe die Rav Dogs mit dem Metal Toe an, meine Mia Pants, eine Heide Ackermann Bomberjacke, meine Greedy Bag, Abella Cap und that's my fit of the day. Yeah, rated. Ich frage mich, ob aktuell 2023 die meistgepoppte Streetwear-Brand Trend Vision war. Trend Vision hat eine unfassbare Community und ich will jetzt einfach noch mal gucken, wie gesagt, wie das Community-Building in Real Life einfach ist. Jetzt einfach im Vergleich, sodass man das auch sehen kann. Wie ist das in Real Life, wenn die ein Pop-Up machen? Kommen die Leute? Sind die da? Sind die am Start? Und wie sehr Community ist halt Social Media basiert? Und wie viele sind jetzt im Vergleich in Köln am Start? Und vor allem hat Trend Vision auch gezeigt einfach, dass die 2023 so einen enormen Sprung bei Instagram gemacht haben. Und Stand heute, wenn wir jetzt mal gucken, Stand heute haben die 206.000 Follower auf Instagram. That's crazy. Ich weiß, dass die bestimmt über 100.000 Follower in einem Jahr dazu gewonnen haben. That's big. Und zeigt auch auf jeden Fall, dass die vieles richtig gemacht haben 2023. So, wir sind bei dem Trend Vision Pop-Up angekommen. Der Ben ist hinter der Kamera jetzt, der cuttet meine Twitch-Highlight-Videos und ich bin hart gespannt, wie das ist. Ich habe die Frage gestellt. Ah, wollen wir da haben. Hey, guten Tag. Was geht? Alles gut bei dir? Ja. Congratulations. Congratulations. Crazy. So, ich habe heute einen Vlog gestartet. Ganz zufällig, jetzt ist es jetzt so spontan direkt. Nicht gescriptet. Und ich habe die Frage gestellt gehabt, wie krass die Social Media Präsenz versus Real Life ist bei Trend Vision. Mhm. Und was so euer Gedanke bei diesem ganzen Community Building ist, weil im letzten Jahr habt ihr auseinandergenommen. Ja, ja. Und da hatte ich auch noch die Frage gestellt, ob Trend Vision 2023, beziehungsweise das Trend Vision 2023 wahrscheinlich die meistgepoppte Newcomer Brand sozusagen ist. Und ja, was sagst du zu dem ganzen Environment, dass so viele Leute gekommen sind? Also die Frage hat sich ja von selbst erübrigt, ob das auch im Real Life umgewitzt werden kann. Ja, was sagst du, was hältst du? Also erstmal, hallo. Krass, erstmal hallo. Erstmal hallo. Freut mich, dass du da bist. Dankeschön für die Einladung. Dafür nicht. Unfassbar krass. Also dass bei unserer, jetzt bei der neuen Kollektion, bei der Made to Last Kollektion, so viele Leute kommen, finde ich unfassbar. Also extrem krass. Ja. Ich würde sagen, ja, die Frage hat sich mehr oder weniger da erübrigt, ob die Social Media Präsenz und das, was offline dann abgeht, ob das so übereinstimmt. Also Andrang ist immens. Das ist halt krass. She's crazy. Was wir uns bei dem Event gedacht haben, ey, ich sage ehrlich, bei dem Pop-Up hier, es geht hier 0,0 um Geld machen. So 0,0. Yeah. Wir machen eine komplette Tour ja so und alles für die Community. Und was wir halt eben machen wollen, ist halt, viele Leute können Klamotten verkaufen. So, exactly. Die können einfach eine Brand machen, Klamotten verkaufen und bei uns geht es darum halt, mehr daraus zu machen. Und die Culture ist größer als nur Fashion, da kommt einiges noch dazu. Kunst, Künstlerin am Start, die den ganzen Store designt hat, keine Ahnung. Es geht noch weiter mit Musik so und ich sag halt ehrlich, 2024 geht es eben weiter, dass man nicht eine Modemarke ist, sondern eben, wie gesagt, die Culture ist größer. Und dafür kommt vieles dazu. Also you heard it here first, direkt aus dem Mund vom Creator. Und appreciate it. Nice. Ach, nebenbei, Yoshi ist auch hier, ne, damit ihr checkt. So. Ihr wisst ganz genau. Ich bin immer am Start. Ja. Er ist immer am Start. Gefühlt letzte drei Vlogs immer, ich bin dabei. Ich sag ehrlich, Yoshi ist mein kleiner Cousin. Plus, ich glaube, Yoshi ist auch so der Trend Vision Representer. Das sind so, was da so stattfindet, denke ich mal. Das ist so, ja, die Symbolik, genau, das, ne, was sich so durchzieht. Ja, ich bin nur ganz kurz. Das ist die neue Kollektion.
Das ist das neue Logo von der Kollektion. Ja. Wir wollten halt, wenn man sagt, ey, man macht Basics, wollten wir nicht irgendwie mit Buchstaben raufklatschen, was weiß ich. Haben uns ein neues Logo ausgesucht. Prinzipiell steht es für die Initialen TRV. Das ist quasi unser normales Trend Vision Logo umgedreht, nur die Umrisse quasi. Ah, okay. Man hat noch mehrere Meanings, mit der, auf die wir mit der Zeit eingehen wollen, aber jetzt erstmal launchen und dann. Ja, ja. Step by step immer, ne? Step man darf step. Auch nicht zu viel verraten direkt. Hey. Das geht. Kingston, mein Youngins. Was geht? Alles gut, Jungs? Bei dir? Ja, ja, alles gut. Alles gut. Wie geht's? Wie steht's? Was geht, Kingston? Oh, schön, ja. Wie gefällt's dir hier? Das ist crazy. Das ist crazy. Crazy? So crazy ist das einzige Wort, das ich sagen kann. You know what I'm saying? What are you saying? It's crazy. Look at that. Ja, ja. Ist halt auch nochmal, ne, vom Vibe anders. Ihr seid auch schon seit gestern Morgen da. K.O.? Ich habe gehört, 7 Uhr morgens war schon hier. War schon das, im Vlog hier kann ich das jetzt sagen. Ich habe mit Kings auf einem Zimmer geschlafen. Der Mann hat die Wände. Warte. Wir müssen doch noch Vivian Hallo sagen. Warte kurz. Komm. Guck mal, ey. Das ist so Agency. Postmodern Agency am Representen hier gerade. Wo gehst du hin? Kevin, shoutet an euch. Kevin, Jeremy. Aber wir sind auf jeden Fall da. Okay, du wolltest eine Story erzählen. Erstmal Vivian, hallo. Hi, was geht? Er wollte mich kurz hier expose und so. Ich expose. Okay, expose. Wir haben diese Nacht auf einem Hotelzimmer geschlafen. Der Mann schnarcht wie ein Familienvater. Oder geisteskrank. Also Bro, das ist diese Nigerian. Diese Gene kommen. Bruder, die Vorfahren schnarchen aus dir raus. Der Type Beat. Vivian, wie gefällt's dir? Ich bin sehr überzeugt davon. Hätte nicht mehr erwartet. Sehr, sehr nice. Und wir sind alle vier in einer Agentur. That's crazy. Onkel, sagt man auch zu mir. Ihr wisst selber, hier Alex und Tu sind auch auf jeden Fall ein paar OGs, was so dieses YouTube-Content anging. So, Hype Kicks, you know. Ja. Wer weiß. Und ich habe mal für diesen Vlog so eine Frage gestellt. Okay, Trend Vision, ne? Wie krass die Präsenz einfach online ist, ne? Auf Social Media. Es gibt, glaube ich, kaum eine Brand, wo Creator mehr Content zu machen, ja, als Trend Vision so. Es gibt so vielleicht noch Peso und 6PM. Und von den dreien so seid ihr natürlich die Newcomer-Brand sozusagen. Und in den letzten 2 Jahren so seid ihr gepoppt. Ja. So. Und da hatte ich gesagt, so, okay, wie ist die Online-Präsenz versus die Real-Life-Präsenz? Und obviously hat es bewiesen, dass in Köln auf jeden Fall stark unterwegs seid. Und jetzt wollte ich dich fragen, wie kommt das, dieses Community-Building, was waren eure Gedanken und so weiter und so fort? Weil ich persönlich liebe es, mich halt mit Creators zu unterhalten. Genau, also meinst du die Customer oder alle? Alle. Alle. Ich glaube, bei uns war es schon von Anfang an so, dass wir sehr nah an den Leuten waren, mit denen wir chillen und mit den Talents. Mhm. Dass es nicht einfach nur so ein stumpfes Seeding ist, sondern dass wir auch irgendwie immer mal wieder was drin erleben. Und deswegen haben wir auch tatsächlich mit den meisten, die wir irgendwie mal getroffen haben, in Kontakt stehen, da sind wir irgendwie regelmäßig unterwegs, dass wir jeden mal irgendwo mitnehmen auch. Mhm. Ich glaube, das ist so eine Sache, die uns ausmacht, dass wir, dass wir irgendwie versuchen mit jedem. Cool. Irgendwie coole Erlebnisse gemeinsam zu haben. Und was macht der Teil der Community für euch aus? Also jetzt Talents hast du gesagt, aber ihr habt ja auch eine unfassbare Community und man sieht schon so, die halt Head-to-Toe in Transvision rumlaufen. Ja, ja. Was glaubst du, wie das dazu kam, dass ihr so diese Community so aufbauen konntet? Das ist eine sehr, sehr gute Frage. Ich glaube, ich weiß es ehrlich gesagt auch nicht, aber kann ich dir ehrlicherweise nicht sagen. Wie proud bist du? Ey, unglaublich. Also wenn man vergleicht, wo wir gestartet haben, wir haben das ja auch schon, also das mit der Community aufbauen, wir haben ja 2016, 17 ja schon angefangen. Da waren wir noch Young Bucks. Ja, ja. Also remember. Super klein. Zu sehen, wie ich damals auf der Straße, wie die Jungs heute gekämpft haben, zu sehen, dass ich jetzt
quasi auf der anderen Seite bin mit Alex, das ist unglaublich. Also auch crazy, ja? Wie viele Leute kommen, wann die kommen, das, ich habe sowas selber nicht mal gemacht. Also das beweist, glaube ich, auch schon. So. Sagst du, Trend Vision ist die meistgepoppte Marke 2023 gewesen? In Deutschland? Ja. Ich glaube, von den Followern her, ich weiß nicht so, wie bei den anderen das war, aber ich, also wir haben, glaube ich, schon uns verdoppelt. Also verdoppelt? War, ja. Also über 100.000 Follower gemacht? Über 100.000 in einem Jahr. That's crazy. Das war auch, ich war mir selbst nicht sicher, wie viel Follower ich gemacht habe, aber ich weiß, auf jeden Fall vom Gefühl her war das ein unfassbarer Sprung. Das, ja, 100.000 in einem Jahr haben wir. That's insane. Aber ich glaube, um einfach auch vielleicht nochmal auf die Frage von vorhin zurückzukommen, ich glaube, bei euch ist auch einfach, was mich beeindruckt, so, und was ich so heraushöre, so von insgesamt allgemein, ist, dass eure Consistency einfach crazy ist, ja, im Vergleich zu anderen Brands. Manche Brands haben ja, es gibt ja wenige Brands, die so consistent sind mit auch den Drops, ja, und den Aktionen und so weiter und so fort, weil es ist halt auch nicht ein easy game. Ja. So, und da gehört auch viel mehr im Background, als die meisten sehen. So. Safe, safe. So, und dann ist da einfach, glaube ich, bei euch auch wirklich die Consistency, die dabei gefangen hat. Ne? Ich glaube, also ich glaube, ich spreche da für jeden Brand-Owner da draußen, dass wir da alle 24/7 dran arbeiten, aber also ich glaube, mein Leben besteht nur noch aus Trend Vision, machen, machen, machen. So ziemlich Zeit für andere Sachen nehme ich mir irgendwie auch nicht. Deswegen, also ich lebe dafür. Yeah. Du lebst ja auch manchmal gefühlt in Asien eine Zeit lang. Ja. So, that's crazy, ich sag ehrlich. Das ist dieses in der Produktion schlafen Gefühl. Ja, Verdacht. Ja. So. Aber ja, okay, danke an Tu. Danke, dass du da bist. Sehr, sehr gerne, appreciate it. Der Ben hat gesagt, hier, wir sollten auch mal den Jan hier fragen. Wie gefällt es dir hier heute? Sehr, sehr krass. Also ich war ja auch beim Trend Vision Pop-Up in Berlin letztes Jahr und das ist nochmal eine deutliche deutsche Steigerung. Also vor allem das Interior und so, komplett next level. Also ja. Stört. Guck mal, ich habe heute für den Vlog die Frage gestellt, ne? Ist Trend Vision so von den Brands, die am meisten gepoppt ist 2023, für dich, was sagst du, so von den deutschen Streetwear-Brands? 100%. 100%? Also ich würde jetzt keine andere Brand nennen können, die das geschafft hat, 23, was Trend Vision geschafft hat. Ja. Und dieser Wachstum 100%. Also auch gar nicht Disrespect gemeint gegen andere, ja, Brands, ja, aber das ist crazy. Ja, ja, klar. So, weil ich glaube, die haben sich in dem Jahr auch so katapultiert, dass die halt jetzt so, jetzt gerade noch so unter 6PM, Peso, so, aber auf jeden Fall nächster. Ja. Die machen auch sehr, sehr viel so Culture-Stuff und so mit diesen Meetups, Pop-Ups, bla bla bla. Das geht schon in die richtige Richtung. Also ich finde das schon sehr, sehr krass. So, Shoutout Sacralite, checked up. Shoutout an Jan, Jan XCB, Sacralite, seine Marke. Und ja, checkt ja ab. Ihr merkt, dieses ganze Online-Stress-Beef-Dings. Nur Liebe geben, nur Liebe geben. Nur Liebe geben. Nur Liebe, haben wir schon bei Suicide Pop-Up gesagt. Dieses Jahr, 2024, alle geben Gas und eigentlich wird nur Liebe gegeben. Untereinander, alles andere ist Quatsch. Okay. Ihr habt es gesehen, das war der Trend Vision Pop-Up. Ich hoffe, euch hat es gefallen. Und ich glaube, wir haben unsere Antwort auf die Frage bekommen, warum Trend Vision am Poppen ist, beziehungsweise ob es die schnellst wachsendste, beziehungsweise die Marke ist 2023 gewesen ist, die gepoppt ist. Und ob die Marke in echt das gleiche umsetzt, was sie auf Social Media mit der Präsenz umsetzen. Wir haben es gesehen, ihr habt es gesehen. Ihr habt gehört, was auch die Creator gesagt haben und halt auch die Brand-Owner wie Tu und Alex. So, question answered, denke ich mal. Bis zum nächsten Mal. Ciao.